Servus und herzlich willkommen zu den Map News vom Zeitraum 22. bis 23.10.2020. Heute kommen etwas weniger Mappen als in den vorherigen Map News. Eine ist in zwei Versionen vorhanden, und zwar die erste Map heute. Die Downloadlinks genauso wie die Timecodes sind unten in der Beschreibung. Abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke, wenn du immer die neuesten Map News haben möchtest. Die Thüringer Höhe. Guidance Steering ist in der Version 2.0 heraus von Lamy. Es gibt auch eine zweite Version davon, die BG Edition, quasi die Burning Gamers Edition, mit Standard Guidance Steering. Guidance Steering ist quasi das in den Verträgen, die Fahrzeuge alle GPS haben. Und BG, quasi die Burning Gamers Edition. Und in puncto BG kann ich nur sagen, schaut mal bei Werner vorbei, bei den Burning Gamers bzw. burninggamers.de. Die machen auch immer gute Projekte. Die Map Thüringer Höhe wurde umgebaut. Der Umbau enthält folgende Erneuerungen. Sie ist Mais Plus Horse Extensions Ready. Neue Früchte wurden hinzugefügt, nämlich Zwiebeln, Karotten, Klee und Feldgras. Erhöhung der Density High Types auf 128, Erhöhung der Food Types auf 64. Die Map unterstützt jetzt den Manure Mode. Schweinefarm wurde ausgetauscht. Bäume, Straßen, Felder und Wiesen wurden gefixt. Milchpreis wurde geändert. Reinigung der Kühe wurde gefixt. Ballenverkauf wurde hinzugefügt. Eros wurden beseitigt, die durch Büsche und Gras entstanden sind. Neue Grasbeschaffenheit wurde hinzugefügt. Das Gras ist nun von Anfang an gedüngt, gekalkt und gepflügt. Bei der Verkaufsstelle des Viehhändlers wurde das Tiermenü hinzugefügt. Neue Missionen wurden hinzugefügt, zum Beispiel Ballmissionen mit Gras. Missionsfahrzeuge wurden bearbeitet, Felder wurden durchnummeriert. Elki-Skript wurde eingefügt. Das Elki-Skript wurde hinzugefügt für platzierbaren Matsch. Platzierbare Büsche wurden entfernt. Battle Lights wurde hinzugefügt von San Andreas. Automatische Waschanlage. Gülleschacht wurde eingefügt an verschiedenen Stellen. Wälder und Feldflächen sind extra. So, das war's dann mit der Thüringer Höhe. Und natürlich kommt jetzt die nächste Map. Die Nordfriesian Marsch ist in der Version 2.3 heraus mit 5 neuen Produkten. Die Map ist eine Multifruit-Produktionsmap. Sie hat 22 Verkaufsstellen, große Felder, Windmühlen und auch zusätzlich noch Multifrucht mit Roggen, Zwiebeln, Karotten, Dinkel, Mohn, Mischgetreide, Hirse und Sorghum. Und folgendes wurde verändert. Neue Maistextur, BGA-Ableiteträger wurde verbessert, 5 neue Produkte, wie schon gesagt. Alte Büsche neben Feld 50 im Wald wurden gelöscht. Etwas mehr Licht bei einigen Verkaufsstationen wurde hinzugefügt. Haus Nummer 48 im Garten, ein paar Büsche wurden auf Wunsch verschoben. Mehr Platz im Hafen für Fischerboote. Schwebende Holzkiste am Hafen wurde auch entfernt bzw. gefixt. Doppelter Baum in der Nähe vom Depot wurde verschoben und der doppelte Baum bei 3972 zu 1896 wurde auch verschoben. Haus Nummer 23, der Biertisch und der Gartentisch wurden geliefert. Haus Nummer 16, Bierkiste steht nicht mehr vor der Tür, sondern beim Tisch im Garten. Haus Nummer 38, Grillecke und Liegestühle sind jetzt auch da. Parkendes Fahrzeug am Shop wurde verschoben. So, das war's dann mit der nordfriesischen Marsch. Schaut doch auch mal bei den Burning Gamers bzw. beim Derner vorbei. Die haben dort recht interessante Projekte am Laufen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Kommen wir zum nächsten.
Die Felix Kafka in der Version 2.3 Final. Ja, schon wieder eine Finalversion. Ich verstehe das zwar nicht, aber okay. Die Map 10 Produktionen, Sägewerk, Kompostproduktion, Zuckerfabrik, dann Fleischwarenverarbeitung, Apfelgarten. Im Großen und Ganzen heißt es, man braucht den Global Company Motor für. Ja, die Meta wird immer noch nicht geändert. Wahrscheinlich hört mir keiner zu, aber okay. Sei wie es sei, mehr als sagen kann ich es nicht. Gut, dann gibt es auch noch zusätzlich zu den Standardfrüchten Roggen, Karotten, Klee, Hopfen, Luzern, Hirse, Zwiebeln, Mohn, Dinkel, Flachs, Tabak, Weißkohl, Rotkohl und Triticale. Im Prinzip das gleiche wie bei der vorhergehenden Map. Gut, dann hätten wir das im Prinzip, weil sonst hat sich nicht viel geändert, würde ich sagen. Mir ist auch nicht wirklich was aufgefallen. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr noch mehr über die Mappen wissen wollt, beziehungsweise immer auf den neuesten Stand über neue oder geupdatete Mappen sein wollt, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Und ja, ich wünsche euch noch was. Wir sehen uns in 2 Tagen wieder. Bis dann. Ciao.